So, nach dem 6. kommt Nummer 7. Und das schaffe ich auch. Push the button. Time has come to push the button. Sie müssen einfach nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf und ja, so ist das. Schon geht die ganze Sache auf. Richtig. So, das ist ja jetzt einfach. Außer es dauert zu lange. Bitte lass es nicht zu lange dauern. Oh, da ist eine. Ein Leben. Und bam. Bam. Was? Ich muss da noch mal rein. Oh. Naja, gut. Aber wenigstens haben wir einen Stern. Das leuchtet ein. Das leuchtet ein. Ja, das ist richtig. Günther. Günther. Hey, nur noch 5 Sterne. Und noch ein bisschen über 15 Minuten. Na gut, man könnte vielleicht auch noch ein paar Minuten mehr nehmen, weil ich habe noch ein bisschen rumhantiert, bevor es richtig losging. Bisschen Spielzeit. Ja, das kommt in den Let's Play-Parts auch nicht vor, von daher... Toleranz, genau. Ja. Das letzte Mal waren es ja über 4 Stunden. Nicht nur ganz normal 4 Stunden, sondern 4 Stunden und 14 Minuten. Also könnte ich auf 80 Sterne tatsächlich noch kommen. Wupp. Schwupp. Schwupp. Das Rätsel um die 8 roten Münzen. Na, von dem komischen Knallkopf, da brauche ich eigentlich keine Hilfe. Von der Bombe. Dem Bob-Omb. 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 Bob Ross. Bob Ross. Von Bob Ross, genau. Oh, das war wieder knapp. Ich glaube, wir haben keine Fragen mehr. Das ist richtig. Wir haben keine Fragen mehr. Ich habe auch keine Fragen mehr. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Ja, was ist die Antwort auf alles? Das Universum und den ganzen Kram. Ich komme hier nicht weiter. Ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich das auf der anderen Seite nicht. Okay, 6. 6. Münze Nummer 6. Und Münze Nummer 7. Wie hast du Mark kennengelernt? Gefragt. Oh, das war süß, wie das passiert ist. Nein, wir wollen nicht über ein Wort reden, das hier zensiert wurde. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Für die 100 Münzen muss ich hier ja auch nochmal hin. Ach, die lasse ich außen vor erstmal. Wir haben genug von dem Level gesehen. Da hat man später noch genug Zeit für. Machst du Sport, ja? Ich glaube schon. Ja. Hoho. Hoho. Außerdem, ich habe doch mein Sportgerät hier. Ah ja, da ist es. Ich mache schon Sport, keine Sorge. Ich will das jetzt nicht zeigen. Nein, das tue ich nicht. Das ist dann der Bonus, wenn alle 120 Sterne da sind. Genau, wenn ich alle 150 Sterne habe, dann verspreche ich. 150 sind es in dem Spiel? Mhm. Warte mal. War jetzt schon alles? Waren jetzt schon alle Münzen? Alle... Tatsache. Upsi. Na, dann nehmen wir die 100 Münzen auch noch. Na so, ja. Wie habe ich Mark jetzt eigentlich kennengelernt? Also, es war so. Da war diese Partnerbörse. Nein. Naja, das war so ein soziales Netzwerk. Also so zu Zeiten, wo Facebook noch nicht so wirklich, wo es noch so eine Sachen wie StudiVZ und den ganzen Kram gab. Wenn du weißt. Ach, dieses Werk entwehen und... Ja, den ganzen Kram. Hm. Na, jedenfalls, als sowas noch Mode war... Ey, was ist denn hier los? Kann ich den nicht kaputt? Doch. Ah! Jedenfalls, zu solchen Zeiten habe ich da mal eine... Ah! Meine Mütze! Na egal, die lasse ich jetzt. Habe ich jemanden kennengelernt, ein Mädelchen auf so einer Seite und, weiß ich nicht, die
war wiederum verschossen in irgendeinem so komischen Typen. Und bei dem hat sich später rausgestellt, der ist, weiß ich nicht. Das ist so ein Typ, der sich haufenweise Mädels angelacht hat und, weiß ich nicht. Mit denen aber nicht so wirklich, also, keine Ahnung. Es war ein komischer Typ halt. Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall, eine dieser anderen Freundinnen war, die damalige Freundin von Mark. Und keine Ahnung, ich habe mich mit ihr gut verstanden und dann hat sie irgendwann mir ihren Freund vorgestellt und dann bin ich irgendwann mal zu denen nach Hause eingeladen worden. So nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester. Und habe mich super gut mit Marc zusammen verstanden und weiß ich nicht, wir haben zusammen gezockt. Und weiß nicht, da ist dann halt eine super Freundschaft draus geworden. Ja, und ein halbes Jahr später kommt er dann zu mir nach Hause zu Besuch und macht Layton 2. Macht Layton 2. Und den Rest der Geschichte, naja, den kennt man ja mehr oder weniger. So war das. Also über mehrere Ecken kennengelernt vor allem. Na, das sind Zufälle. Ja. Weil wir wohnen nicht in der Nähe voneinander und auch sonst haben wir nicht, hätten wir eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt. Das Internet. Das Internet, ja, also tatsächlich hatte Mario Hatter da mal recht. Wo er hat mit allem recht. Er ist der Mario Hassard. Er hat mit allem recht, was er sagt. Ah, ich muss da hoch. So. Wie kriege ich hier noch Münzen? Hier gab es eigentlich ein Level, da musste man solche Geheimnisse finden im N64-Teil. Gibt's hier nicht. Oh. So. Okay, wie geht's hier weiter? Aua. Ich trau mich hier gar nicht, irgendwas zu machen. Weil es mir mein Leben kosten könnte. Okay, gehen wir erstmal in die große Welt. Nicht die kleine Welt, nicht die germanische Welt. Nein. Die große Welt. In die. Ja, in die Welt hier. Halt. Okay, und jetzt gehe ich hier lang, weil ich noch ein paar Münzen brauche, die dort drüben versteckt sind. Naja, nicht versteckt. Sichtbar. Super sichtbar. Sichtbar. Und außerdem gibt es hier sogar. Genau. Hier gibt es sogar ein Leben. Brauchen wir mal. Ja, es sind nur noch 8 übrig. Was verschwende ich denn hier an Leben, ey? Wahnsinn. Das waren vorhin mal 20 oder so. Ja. Gibt es noch mehr Werbung mit Mario Hassard? Ja. Einiges, glaube ich. Ja, es gibt da wirklich vieles. Der macht ja auch vieles. Ist ein sehr beschäftigter Mann. So, hier sind noch Goombas, die geben immer 5 Münzen. Ja, das klingt doch schon mal nach was Schönem. Hier, andere Seite. Dankeschön. Nicht runterfallen, die Münze. So. Dann wollen wir uns nochmal hier um was kümmern. Ach, da war der große Fisch. Ich habe ihn gesehen. Ja, gibt es eigentlich Werbung von Mario Hassard? Also Sachen, die für Mario Hassard werben? Außer mir? So. Da ist noch einer. Was ist deine Lieblingsszene aus deinem Layton LP? Oh Gott. Schon wieder? Das hatten wir schon. Echt? Und ja. Heute, oder? Doch. Tatsächlich? Da hab ich gesagt, das mit dem, Mit dem Best-of müssen wir machen, oder? Nein. Nee? Nein, da hatte ich gesagt, das war die Szene mit dem, Felsen. Mit der... Moment, wie hieß denn das? Mit der... Ah, ich komme gerade nicht drauf. Mit dem Wasserfall. Ja. Ja, ich verschwende noch weitere 16 Leben. Und hab dann Minusleben. Ich hatte ja mal vor langer Zeit mal einen Vorschlag gemacht.
Na? Wie man am besten nun best-of zusammenkriegt. Oh Gott. Und zwar braucht man verschiedene Leute. Jeder guckt sich halt einen Leitenteil-LP an. Zum und schreibt Beispiel. Und notiert dann in so einem Google-Dokument oder wo auch immer, notiert dann die Zeiten rein, wo was passiert. Zum Beispiel eine Arman-Stylus-Stelle oder so. Na, das ist ja Standard. Ja, das passiert ja immer. Wo passiert das mal nicht, dass jemand Armin Stylus sagt? So, da ist der Fisch, aber den will ich jetzt nicht. Ich will eigentlich mal wieder in die kleine Welt. Ich muss irgendwie meine 100 Münzen zusammenkriegen und ich bin mir nicht sicher, ob ich das in dem Dings schon schaffe. Pilzdorf schreibt einer. Pilzdorf? Ja, Pilzdorf. Pilzdorf war das. Das waren ja alles Pilze. Stimmt. Also ich weiß, warte, wenn Layton vs. Ace Attorney noch dazu zählt, ist es eigentlich die Stelle, wo Layton den Gerichtssaal betritt. Also das ist doch wohl ein Klassiker. Hat der gerade Boing gesagt oder warst du das? Ich hab nichts gemacht. Okay, dann hat er Boing gesagt. Also Mario. Das ist der Mario. Boing. So, da ist schon mal meine Mütze. Blödes Vieh, du. Kondor. Wir lieben Fliegen. Okay, muss ich immer dran denken, kennst du diese neumodische Herrenfrisur, die ganz kurz rasiert bis auf so einen Klecks obendrauf? Da muss ich mal an so Kondorschiss denken. Nee, das kenne ich wirklich nicht. Und ich glaube, das ist auch gut so. Bling, bling. Blup. Ah, ein paar Münzen gibt's hier ja zumindest. 2 pro Stück. Oh oh. 69 Münzen. Ah, 69. Wir haben 69. Von diesen Münzen. So, hier gibt es bestimmt auch noch welche. Na, was sag ich? Und danach kann ich mich dann langsam mal in die Höhle trauen. Und es da Höhle. Wieder verhauen. Sich. Komm. Ja, Zahnbürsten. Wieso? Das geht vielleicht auch. Oh. Jetzt bin ich Riesen Mario in Riesen Land. Bums! So, reicht auch. Ah nein, Moment, da kam nur der Stern raus. Da kamen keine Münzen mehr. Ah doch, da kamen noch Münzen. Ich will da rein! Er ist zu groß! Gute Nacht, Herr Licht. Okay, dann würde ich sagen, kümmere ich mich jetzt um... das nächste Kapitel hier. Ach nee, Moment. Ah, ich habe eine Idee. Ich gehe in die Großwelt und schwimme dann bis da rüber. Oder ich mach's anders. Na, ich gehe lieber wieder in die Großwelt und mach das alles in groß. Traue ich mich mehr als das andere. So, und... Hoppa! Oh Gott, da ist ein Fisch. Wenn der mich sieht und frisst, tut er aber nicht. Ha. Es sind nur noch 13 Münzen, die ich kriegen muss. Oh Gott. Kriege ich die nicht noch auf andere Weise? Oh, die fallen runter. Ah. Ach Mist. Jetzt sind es immer noch 11. Und kein weiterer Stamm mehr da. Oh, jetzt gehen die alle. Ja, finde ich ist eine gute Idee, weil es ist schon spät. Ich muss eigentlich dann auch mal langsam los. Ich würde sagen, ich mache noch diesen einen Stern zu Ende. Und dann war's das. Dann ist auch Feierabend. Dann ist auch Feierabend, gut. Ja, es ist wirklich schon... anstrengend genug gewesen und jetzt ist es noch anstrengender. Oh Gott. Na.
komme ich denn jetzt dann dahin, wo ich hin will?